Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder und heute möchte ich euch den zweiten Teil von Kraftbuddy zeigen, was am 27.05. wieder bei QVC auf Sendung kommt. Und ja, werde uns wieder natürlich, wie ich auch schon im letzten Video erzählt hatte, uns die liebe Maria Gato präsentieren. Und von daher fangen wir jetzt einfach mal an. Das wird jetzt wieder ein reines Forever Flowers Video sein. Viele wissen ja, dass ich mein Kraftbuddy Online-Shop habe. Und da bekommt ihr natürlich auch schon ja, sehr viele Artikel von denen, die ihr von QVC bekommt, beziehungsweise Artikel, die zu QVC jetzt erst kommen. So, und da fangen wir jetzt mal kurz mit an. Das sind zum Beispiel diese Stiele, Artikelnummern und dergleichen schreibe ich euch dann nachher wieder unter das Video. Und das wäre jetzt hier die 587216. Das ist ein Ergänzungsset. Ich meine, wir hatten das schon mal. Es ist auf jeden Fall wieder vorrätig, denn am 27. Und hier bekommt ihr drei Pakete Stiele, A100 Stück. Und das sind einmal die 19 cm, die 24 cm und die 29 cm. Ihr bekommt die als Set alle drei bei QVC. Bei mir bekommt ihr die Pakete auch einzeln im Shop. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr da schon vorab Interesse dran habt oder gebrauchen könnt. Guckt gerne mal rein. Ich verlinke euch das nachher alles, mein Shop und wie gesagt auch die QVC-Artikelnummer. Das ist das erste Set. Wir steigern uns jetzt so ein bisschen. So, dann haben wir noch ein Ergänzungsset. Was ich persönlich auch sage, brauchen wir immer. Das ist die 586651. Ich meine, das war auch schon bei QVC auf Sendung. Ist jetzt wieder vorrätig, ist jetzt wieder aufgefüllt. Das sind 119er, 19 cm Stiele, ein Paket. Dann haben wir zwei Beutelblätter. Einmal 50 Stück von den Kunststoffhalmen, sage ich jetzt mal. Die Stiele, die Stielblätter. Ja, die lang, die kennen wir schon. Und 50 Stoffblätter, dieser Rosenverschnitt. Ich finde, die sehen sehr rosenblättermäßig aus. Sind sehr schön. Das sind Stoffblätter. Also das war die 586651. War auch schon mal bei QVC, kommt jetzt auch wieder zum 27. Wie gesagt, ansonsten Blättersets aus Kunststoff und Stoffblätter habe ich, glaube ich, auch noch sogar ein paar. Guck mal rein im Shop, habe ich da auch verfügbar. Dann kommen wir zu einem Set, was ich auch schon habe und auch schon viele von euch kennen, weil wir das schon schön verkauft haben und daraufhin QVC gesagt hat, gut, nehmen wir es auch. Das ist die 587213 und da bekommt ihr eine rechteckige Vase, zwei quadratische, eine Tüte Stoffblätter, eine Tüte Kunststoffblätter, die Blumenverbindungsstückchen zeige ich euch sofort und eine Tüte Blumendraht steht hier. Das ist dusselig, das sind Blumenstiele. Ne? Zeige ich euch mal. Kennt ihr schon? Weil das sind nämlich die Kunststoffsteckvasen. Das sind einmal die quadratischen, die kleinen. Die habe ich euch auch schon präsentiert in einem Video von mir, weil ich die jetzt schon ein bisschen länger im Shop habe. Und da habe ich mal eine fertig gestaltet. Kommt noch die große dazu. Ja, das ist wie die Keramikvasen, die wir schon kennen von Kraftbuddy. Ist das jetzt das gleiche aus Kunststoff, auch mit diesem Steckmoos. Und da bekommt ihr jetzt, wie gesagt, diese drei, eine große und zwei kleinere quadratische. Dazu gibt es dann wieder 22 Stoffblätter im Beutel. Das sind auch so diese Rosenblätter. Das sind diese Verbindungskappen, die könnt ihr dann auf den Stiel und dann erst die Blume aufstecken. Also dann habt ihr das noch länger, den Stiel, den ihr dabei habt. Ne? Also Verlängerungsschnupsel sind das. Könnt ihr benutzen, wenn ihr das recht opulent habt, voluminös habt, das ganze Gesteck, sodass dass ihr dann noch mit verschiedenen Höhen arbeiten könnt. Dafür sind die gedacht. Und dann nochmal ein Beutelchen mit 22 Kunststoffgläsern, Halm. Das sind diese länglichen wieder, diese schön. Mit dem Schnörkel oben am Rand. Wie gesagt, die Kunststoffvasen bekommt ihr genau das gleiche Set, bekommt ihr bei mir schon im Shop. Und ich finde die auch immer super niedlich. Könnt ihr natürlich auch euch anmalen, mit Glitzerstein bekleben. Na, das kennt ihr ja auch alles von den Keramikvasen. Also das Set kommt auf jeden Fall auch. Das wird bei QVC eine Premiere sein von Kraftbuddy. Wie gesagt, zu finden wisst ihr ja, wo ihr das jetzt schon könnt, wenn ihr es nicht abwarten könnt. Und dann geht's weiter. Dann haben wir neue Forever Flowers für euch. In neuen Farben. Und zwar die Mini-Pfingstrosen.
Muss, also mini, so mini sind die gar nicht. Die sind bloß kleiner als das große Pfingstrosen-Set, was ihr schon kennt. Und jetzt haben wir noch eine neue Farbzusammenstellung von den kleinen Pfingstrosen. Die erste Farbzusammenstellung haben auch schon einige von euch. Die gibt es bei mir im Shop. Die ist auch vorrätig, die große. Die großen Pfingstrosen und die kleinen. Und jetzt kommt halt eine neue Farbkombination. Das zeige ich euch. Das sind 5 verschiedene Farben. Ganz, ganz toll. Ein bisschen kräftiger diesmal vom Farbton. So, da gehören die 3 noch mit zu. Et voilà. Guckt. Da haben wir einmal dieses Creme-Weiß. Ja, könnt ihr sehen. Dann haben wir hier so ein Pink-Flieder. Ganz toll. Ein super schönes, sattes, dunkles Rot. Und dann haben wir hier ein kräftiges Pink. Könnt ihr auch sehen. Die habe ich noch gar nicht aufgemacht. Und dann haben wir hier ein schönes Orange. Das ist eigentlich sogar ein bisschen kräftiger, wie das jetzt auf dem Bild rüberkommt. Ich zeige euch mal, da habe ich auch schon eine fertige von. Hier wäre das Rot zum Beispiel. Ne? Sieht die edel aus oder nicht? Also ganz große Klasse. Das ist dann dieses Orange. Ist eigentlich sogar ein bisschen kräftiger, finde ich, wie jetzt auf dem Bild, die Farbe. Das ist dieses Weiß, ganz elegant. Dieses Creme, Weiß ist ja übertrieben, so ein Creme-Weiß ist das, Champagnerton. Ja, und das ist dann dieses eine Pink. Ganz toll. Und guck mal, das könnt ihr zum Beispiel daraus gestalten. Die habe ich dann jetzt hier einfach auf den Keilrahmen geklebt, den habe ich mir vorher koloriert. So ähnlich habe ich euch schon mal gezeigt, das bringt mir echt super Spaß, damit mal auch die Forever Flowers zu gestalten. Und hier haben wir dann noch dieses Flieder, was da noch mit bei ist. Ne? Und das ist die weiße. Und das könnt ihr dann mit Heißkleber einfach auf euren Keilrahmen kleben. Und dann habt ihr mal was ganz anderes wieder. Und auch mal eine schöne Selbstdeko oder Geschenkidee. Und guckt mal hier diese Kamelien, die neuen. Da. Seht ihr die? Die kommen nächstes Mal bei Kraft Buddy. Die kommen jetzt noch nicht am 27., aber die kommen demnächst auch. Also es werden wieder ganz viele tolle neue Blumen geben. Wie gesagt, das Set auch. Das hat die Artikelnummer 587221. Und da bekommt ihr 150 Blüten draus. Genau, in 5 Farben, etwa 30 Stück von jeder Farbe bekommt ihr daraus. Es ist natürlich alles wieder dabei, die ganzen Kappen, die Stiele, die Endkappen, die Blütenstempel. Also wieder ein ganz normales Komplettset, wie ihr das kennt, mit einer vernünftigen, bebilderten Anleitung. Ganz einfach. Die kommen auf jeden Fall auch. Bauen wir gleich nochmal eine zusammen, zeige ich euch. Ich möchte euch bloß nochmal kurz das letzte Set zeigen, was wir dann auch noch bei QVC bekommen. Und zwar, jetzt muss ich mich nochmal kurz umdrehen. Zack, die Spuck. Bekommen wir auch neue Rosen. Genau, die Anleitung kriege ich hier. Das ist die 587217. Kennen auch schon einige. Bei mir im Shop heißen die festliche Rosen. Ich habe das gleiche Set eigentlich, aber mit 2 Rottönen da drin. Ich habe einmal die helleren Rosen, die roten Rosen und einmal etwas dunklere rote Rosen dabei. Und die weißen halt. So, und hier bekommt ihr jetzt einen Rotton und die weißen, so wie ihr das schon sehen könnt. Mit einer super ausführlichen Anleitung, auf Deutsch natürlich. Und das Schöne an diesem Set ist, dass wir damit mit diesen Rosenknospen oder Rosenblüten an sich tatsächlich auch Knospen und aufgehende Blumen gestalten können. Den Kranz habe ich euch schon mal gezeigt, weil ich das Set auch schon länger im Shop habe. Guck mal, das wären jetzt diese weißen. Und die sind viel schöner wie die, die wir damals schon hatten, die einfachen Rosen, weil wir jetzt auch aufgehende Blüten machen können. Ja, also so eine halb erblühten, aufgeblühten Rosen. Und wir können auch kleine Knospen machen. Natürlich nicht nur in Weiß, sondern auch in Rot. Guckt euch das an. Und das Schöne auch an denen, die sind diesmal ganz samtig vom Stoff. Die sind ganz weich, wenn ihr die... Also die möchte man richtig streicheln, ja, die sind richtig edel von der Qualität her und wirken auch so, finde ich. Und ich habe die jetzt hier einfach auf einen einfachen Kranz gesteckt.
Ich stelle die mal wieder rauf. Ne, lassen sich natürlich mit allen Stilen und allen Grenzen, die wir haben von Craft Buddy, super verbinden. Und guckt euch das mal. Na, sieht man das? Meine Lichterkette geht nicht. Nein! Batterie ist alle. Okay, ich habe hier eigentlich noch eine Lichterkette reingebaut. Sieht man jetzt leider nicht, das Leuchten. Aber so eine schöne Grenze könnt ihr euch damit gestalten. Na, mit den ganzen Blättern und Ergänzungssets ist das überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, die sind super schön, weil wir jetzt eben diese Knospen und aufgehenden Blüten damit gestalten könnt. Das sind jetzt die ganzen Neuheiten gewesen von mir, die ich euch, oder beziehungsweise nicht ich, die ich euch jetzt doch, ich euch zeigen kann. Und Renate und Kerstin, die werden euch ja auch noch welche zeigen und ihre Muster zu den ganzen Sachen. Und dann möchte ich jetzt eigentlich mal mit euch erstmal eine eine Pfingstrose zusammenbauen und euch das mal zeigen, wie einfach die auch wieder sind. Das sind drei verschiedene Größen an Blätter. A, B, C, die sind auch beschriftet in der Anleitung, so dass ihr das super erkennen könnt, auseinanderhalten könnt, welches Blatt ihr zuerst nehmen müsst. Jetzt brauche ich nochmal meinen Pixer. Jetzt wird es ein bisschen rumpelig. Alle. Wo habe ich es denn hingepackt? Wo habe ich es hingepackt? Das kann ja gar nicht angehen. Ganz kleiner Blick mal. Da ist er. Wir brauchen alles. So. Wir fangen wieder an. Mit dem kleinen Grün. Das kennen wir ja schon. Es ist wie bei den großen, die ihr schon hattet. Na? Das ist eigentlich nicht anders, als bloß, dass die ganze Blüte jetzt an sich einen kleineren Umfang hat. So, dann schieben wir den gelben wieder rauf. Bis ganz nach unten, bis es so aussieht. Na? So, und dann fangen wir an. Ein kleines Blatt. Jetzt brauche ich nochmal die Kappen. Ein kleines Blatt, eine kleine Kappe. Guckt ihr, diese Körbchen. Das ist ja alles wieder dabei. Runterschieben, dann sieht es wieder so aus. So, dann kommt Blatt B und da brauchen wir zwei, waren das, ne? Ja. Genau. Dann nehmen wir jetzt zwei von. Guckt. Legen die aufeinander. Guckt ruhig, dass sie so ein bisschen versetzt sind. So, jetzt muss ich sagen, als nächstes nehmen Sie zwei Blütenblätter B, drücken fest auf und jetzt kommt eine große Kappe. So, das sind diese ganz, ganz großen Körbchen. Da, guckt. Den schieben wir da jetzt drüber. So, den haben wir. Fügen Sie, nein, da. Und jetzt kommen vier Stück von C. C sind die größten. Eins, zwei, 3, 4, guckt, einmal wieder drüber, ruhig so ein bisschen versetzt, aber das wisst ihr ja mittlerweile auch schon alle. So, 1, 2, 3, 4, dann nehmen wir wieder ein grünes Abschlussblatt. Müsst ihr wieder ein bisschen gucken, die sind wieder ein bisschen fester zusammen. Aber so schlimm auch nicht. Guckt, schon separiert. Rüberstülpen. Und dann kommt auch schon die Endkappe. Wieder zusammenstecken. Et voilà. Und fertig habt ihr eure, ich sag jetzt mal, kleine Mini-Pfingstrose. Ne? Aber ihr seht, dass sie eine ganz normale Größe hat. Die ersten Pfingstrosen waren eben sehr, sehr buschig. Sehr groß. Und die sind einfach kleiner. Wie gesagt, diese tolle Farbkombi bekommt ihr jetzt bei QVC. Eine andere Farbkombination von den Blüten habe ich jetzt noch im Shop. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Und hier war ich schon angefangen, mir wieder einen neuen Kranz zu stecken. Seht ihr den? Das ist so ein dreireihiger. Den hatten wir auch schon mal in ganz groß bei QVC. In 38 cm. Der war sofort ausverkauft gewesen. Habe ich jetzt auch.
38 cm und das sind 27 cm. Habe ich jetzt beide im Shop verfügbar. Und da könnt ihr euch jetzt natürlich auch super schöne Kränze draus gestalten und sehr groß und voluminös, weil er eben zu stufig ist. Ja, das könnt ihr bestimmt sehen. Genau, und da kann man jetzt wieder super schön mitgestalten. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall mit haben. Ist im Shop erhältlich, müsst ihr mal reingucken. So, genau, das sind dann die Pfingstrosen. Dann zeige ich euch jetzt nochmal die richtigen Rosen, hätte ich beinahe gesagt. Die richtigen Rosen, ja, das ist auch gut. Ich räume das hier mal kurz zur Seite. So, die können wir da ruhig lassen. Ich muss das hier mal kurz ein bisschen verzeihen. Hier haben wir dann das Set mit den Rosen. Da fange ich, glaube ich, mal an, euch die ganzen Blätter zu zeigen. Das sind ja einige. So, da haben wir jetzt nämlich 1, 2, 3, 5 verschiedene Blattgrößen. Könnt ihr sehen, ne? In den Beutelchen. Die sind auch wieder mit A, B, C, D, E. Und das kann man sehr schön erkennen, welches was ist. So, A wäre jetzt das kleine Vierer. Ich mache das mal wirklich jetzt von Anfang an mit euch, weil die jetzt eben natürlich ein bisschen umfangreicher sind. Weil das jetzt ja schon 5 verschiedene Blütenformen sind, Blattformen sind, woraus wir jetzt unsere ganzen 3 verschiedenen Blumen aus einem Set gestalten können. So, dieses kleine Vierer ist jetzt A. Das habe ich jetzt hier dran gesehen. Dann suche ich mir jetzt mal B. Das ist das Fünfer. Das sind 4, das sind die denn. Okay. So. Dann mache ich mir dann hier mal meine kleinen Stapelhaufen. So, okay. Das ist denn C. Wo ist C? C ist der große Fünfer. Das ist der. Wo geht's auf? Da. Da brauche ich jetzt mal nicht alle rausnehmen. Ich lege die da jetzt mal so hin. A, B. C, könnt ihr sehen, ne? Perfekt. So. Ich sehe gerade, hier steht das sogar drauf. Und dann A, B, C, D. Das ist der Vierer. Das ist der große Vierer. So. Schwupp, Tüte zur Seite. Und E ist dann der kleinere. Wenn ich jetzt hier Vierer sage oder so, ist, meine ich jetzt diese Blätter an sich. Ne? Gut, dann haben wir das schon. Dann suchen wir wieder unser Werkzeug. Das haben wir hier. Dann die Stiftchen können wir aufziehen. Und dann bauen wir uns jetzt erstmal eine Knospe. Zeige ich euch mal. Also Stift wieder ganz normal aufführen, wie sonst auch. Das kennen wir ja. So, nehmen Sie ein Blütenblatt E. Das ist das letzte. Das sind diese kleinen Vierer. Guck mal, die fallen auch richtig. Also die sind so schön schon in der Form selber, dass sich das schon ergibt. So, zur Knospe. Das dann nach unten, weil es soll ja eine geschlossene Knospe sein. So, ein Blütenblatt E. Samtige Seite nach unten. Nach unten zur Spitze. So, dann brauchen wir eine Verbindungskappe. Dann haben wir hier. Dann nehmen wir eine Kappe. Guckt, die klein. Zack, rüber. Nehmen Sie ein Blütenblatt E. Genau. Und das war es dann auch gleich schon. Jetzt nehmen wir das zweite Blatt davon. Ruhig so ein bisschen versetzt wieder. Guckt, das meine ich damit. Hier kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Rüber. Und dann haben wir für die Knospen diesmal solche kleinen Kappen dabei. Guckt, das sind so eine grünen Körbchen. Und die schieben wir dann da drüber.
Und schwupps haben wir unsere erste Knospe schon fertig. Ist das nicht toll? Ich finde das mega. Ne? Also wirklich, die besteht nur aus zwei Blütenblättern. Und schon habt ihr so ein tolles Ergebnis. Und wie gesagt, durch diese Samtoberfläche sehen die wirklich sehr, sehr edel aus. Dann machen wir jetzt noch mal eine Halbblüterose. Fangen wir wieder an mit dem Werkzeug, dem Blütenstempel. So, dann fangen wir wieder mit einem kleinen an, sagt die Anleitung. Ich habe die ja schon mal gemacht, ne? Aber ich weiß wirklich nicht mehr auswendig, wie das funktioniert hat. So, dann sieht das jetzt wieder so aus. Als nächstes schieben wir wieder eine kleine Kappe. Das machen wir dann jetzt auch mal. So, nehmen Sie ein Blütenblatt D. D ist der Vierer. Das ist der große. Komm her. Ja, und die lassen sich wirklich super leicht auseinandernehmen. Die Blätter auch. Und wie gesagt, die sind sehr dick und stabil. So, samtige, genau, das haben wir. Die schieben wir dann auch da drüber. Schieben Sie es auf die Verbindungskappe fest. Haben wir. Ah, genau. Und dann war es das auch, glaube ich, schon wieder. Verbindungskappe F fest drauf. Blütenblatt E. Als nächstes schieben Sie Verbindungskappe. Nehmen Sie D. Genau, das haben wir. So. Und jetzt habe ich nicht ganz aufgepasst, dass ich die so ein bisschen versetzt schiebe. Aber jetzt haben wir eine aufgehende Rose. Guck mal. Ja, die können wir auch nochmal machen. Zack, ein D. Ein klein. Rüberschieben. Gucken, dass die sich schön treffen, die Blätter. Eine kleine Kappe. So, genau, das sieht doch gut aus. Und dann nehmen wir einen von den großen Vierern. Biegt sie euch in Form. Rüber. Gucken, dass das auch so ein bisschen versetzt ist. Und wieder eine große grüne Endkappe drauf. Ja, guckt, das ist nämlich der Unterschied. Jetzt kann man das sehr schön sehen. Hier haben wir die auf Blühen, die ich jetzt ja gemacht habe. Und das war eben die erste. Und das gefällt mir nicht so, wie ich das da gesteckt habe. Na, da finde ich das ein bisschen schöner, ein bisschen natürlicher. Deswegen habe ich jetzt auch mal eine zweite gemacht, um euch mal den Unterschied zu zeigen. So, und wenn man das jetzt neben der Knospe hält, dann seht ihr definitiv den Unterschied, und das ist doch super schön. Da kann man richtig toll mitspielen und gestalten. Und wie gesagt, die fertigen Rosen, die habe ich euch jetzt ja auch schon gezeigt, die großen, und die sind ja auch kinderleicht. Wie gesagt, bekommt ihr auch bei mir schon im Shop, wenn ihr es nicht abwarten könnt. Ansonsten kauft sie gerne bei QVC. Da kommen sie halt am 27. auch. Na? Gut. Die große, muss ich, wollen wir auch noch eine große, soll ich euch nochmal die große zeigen? Gut, machen wir die große auch nochmal schnell zusammen. Da kommt es dann jetzt ja auch nicht von der Zeit her. Dann wisst ihr das auch nochmal, dann habt ihr das auch nochmal gesehen. Also wir fangen wieder mit den Nupsel an, mit dem Blütenstempel. Und dann fangen wir an mit Blütenblatt A. Das ist der kleine. Guckt. Schwupps, die Bups. Darüber. So, und dann nehmen sie wieder eine Kappe, steht da. Das machen wir doch glatt. Stecken wir auch bis nach unten. Das haben wir. So, Blütenblatt B einmal. Das ist dieser. Dieses. Davon ein. So, gefolgt von dreimal Blütenblatt C. Das ist dieser. Eins. Zwei. Drei. Genau, die sind sehr dick, wirklich. Die sind so schön von der Qualität. Die sehen so wertig aus, auch wenn die fertig sind. Also das ist echt super, super Sensation. So, die haben wir. Da sind wir, da sind wir. So, jedes samtige nach oben auf die Verbindungskappe, drücken Sie alles gut fest.
Als letztes stecken Sie eine grüne Blütenkappe C, nein G ist das, fest auf. G, das ist der ganz normale Blütenstempel. Die Endkappe nehmen wir uns wieder. Stülpen den da über. Und zack, die Schwupp, haben wir unsere Rose fertig. Guckt euch das an. Na, könnt ihr euch dann noch wieder zurechtfluffeln. Und genauso funktioniert es mit den Weißen halt auch. Also es ist wirklich kindereinfach. Es ist bloß ein bisschen aufwendiger diesmal, weil wir drei verschiedene Blümchen machen können aus einem Set. Na? Aber alle ganz einfach, ganz leicht. Das ist gar kein Problem. Und wie gesagt, super edel. Die Weißen haben natürlich genauso eine samtige Oberfläche wie die roten Blüten. Und das ist echt ein herrliches Set. Gut, das war es dann auch schon wieder. Denkt an die ganzen Ergänzungssets. Wie gesagt, wer es nicht abwarten kann, gerne mal bei mir durch den Shop stöbern. Da findet ihr auch einiges. Einiges auch an Neuheiten. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß für den 27. Und kommt gerne auf unsere Facebook-Seite vorbei. Basteln mit Kraftbuddy, Bastelfreunde von Kraftbuddy. Und postet eure fertigen Ergebnisse, wenn das soweit ist. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Okay, bis dann. Tschüss.